Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Far Cry 5 und heute geht die Folge wieder los mit einem Flugzeug, das uns hier gerade entdeckt und uns auch bald schon wieder vergessen haben wird. Ja, schön im Rhythmus, ich hoffe ihr habt mitgewippt. So, und wir beginnen mal ganz, ganz kurz im Menü. Da möchte ich nämlich nochmal kurz schauen. Jawohl, ein Körperpanzer kann man auf jeden Fall nochmal nachkaufen und Munition selbstverständlich. Und weiter geht's. Ah ne, der Helikopter hier ist kaputt. Schade. Ich wollte eigentlich gerade just in den steigen, aber gut, spontane Planänderung. Wingsuit! So, mal schauen, ob ich Plan B beim ersten Versuch hinbekomme oder ob ich wieder so doof hinfalle, dass ich die Wingsuit nicht öffnen kann. Mann! Die Taste kann ich aber auch erst so spät drücken. Jawohl, perfekt. Schöner Absprung. Ach ja. Wie entspannt es auch mal ist, mit dem Wingsuit einfach alle Sorgen zu vergessen, bis man zum Hotel kommt und merkt, huch, da sind ja überall Peggys. Die muss ich jetzt ausschalten. Aber es ist schon ziemlich beruhigend. Vor allem sieht man halt hier wirklich die enorm hübsche Grafik. Zumindest in der Weitsicht sieht es halt sehr, sehr gut aus. Wenn man irgendwo näher dran kommt, da merkt man, ja, die Engine hat ein bisschen was. Die hat schon ein paar Tage drauf, aber trotzdem, es sieht immer noch phänomenal gut aus. Ich bin ja eh jemand. Sei bloß leise da drin. Wir wollen nicht, dass Briggs verletzt wird. Nur zur Info, ich habe keine Kameras im Gebäude. Denk dran, sobald du drin bist, tausch das Band aus und lass dir die Programmierung laufen. Ja, also ich bin ja auch vor allem jemand, der nicht so wirklich aufs Detail schaut, wie die Grafik ist. Deswegen ist es mir dann doch wichtiger, wie das Ganze so wirkt. Und das wirkt halt hier extrem stimmig. Wir müssen das checken. Da, vor dem Gebäude. Wir müssen den Bären. Zu Tode gekuschelt. Ey! Auf geht's, Cheeseburger. Oh, jawohl. Ihr habt nicht Cheeseburger. Ihr Schweine. Was jetzt? Seid vorsichtig! Komisch, der redet die ganze Zeit vom Ausdünnen der Herde und trotzdem hat er so mega viele Leute hinter sich. Wie soll man das verstehen? Schickt er die ganzen Leute auf uns los, weil die quasi nur Kanonenfutter sein sollen? Also Nächstenliebe scheint hier in dieser Sekte nicht wirklich so vertreten zu sein. Nein, ich will natürlich mein Scharfschützengewehr behalten. Okay, sicher hier irgendwo oben. Okay, ist ein mehrstöckiges Hotel. Hat nicht nur zwei Stöcke. Okay, Stockwerke.
Was ist das eigentlich für ein Wort für eine Etage? Stockwerk. Stockwerk könnte alles sein. Wenn du zwei Äste aneinander legst, könnte es auch ein Stockwerk sein. Also manche Wörter und ihre Ursprünge, das ist verrückt. Crazy. Lass das Band einfach seine Arbeit tun, wenn du ihn gefunden hast. Opfer bringen. Oh Scheiße, da fallen Trucks in deine Richtung. Jacob hat nur darauf gewartet, dass wir nochmal angreifen. Okay, das hätte man ja gar nicht wissen können oder mir sagen können. Und Musik! Wie immer, ich hoffe, ich muss hier nichts muten. Oh Mann, ey, das regt mich ja wieder so auf. Weil man kann die Musik halt nie ausstellen. Wie komme ich denn hier hoch? Da waren noch irgendwo MGs. Ach, hier unten sind die MGs. Alles klar, die rennen erstmal rein. Jawohl, cheesy. Wow, 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 wow. Jawohl, Bär. Bring ihn um. Okay, hier gibt's jetzt die MGs. Da kommen Helikopter! Wo? Da. Da kommen Boote! Ich hab doch in der letzten Folge gesagt, niemand darf Helikopter verwenden, abgesehen von mir. Die Leute auch nie hören, ne? Und dann wundern sie sich, wenn ich auf sie schieße. Jawohl. Und jetzt kommen sie nochmal von woanders. Jawohl. Oh Mann, voll vorbeigeschossen. Das war ein Volltreffer. Da kommen noch mehr. Du verlässt das Missions... Was? Yo! Alles klar! Nein! Cheesy! Oh mein Gott, erstmal selbst! Wie viele von denen kommen. Ciao. Ah, fast perfekt erwischt. Das war perfekt. Okay, und jetzt? Jacob wird das Grand
View nicht mehr nutzen, um Leute umzudrehen. Verdammt, ich würde gern seine hässliche Visage sehen, wenn er hört, dass er seine Folterkammer verloren hat. Du hast allen bewiesen, dass sie falsch lagen mit dir. Allen außer mir. Ich wusste immer, dass du es drauf hast. Wir sehen uns in der Den wieder, Deputy. Bis bald. Ja, was ist denn mit denen los? Ich bin kein Feind. 900 Punkte hat uns die Mission aber gebracht. Ja, krass. Was wollte ich denn gerade nochmal sagen? Ja, schön, dass wir alleine diese ganze Sache auf uns genommen haben. Und dass wir jetzt endlich anscheinend das Vertrauen von allen haben. Ja. Und dann plötzlich, wenn du alles erledigt hast, kommen aus dem Nichts alle Leute nach und sagen, oh ja, wir sind ja auch noch da. Hallo, hallo, hallo. Wir waren gar nicht zu faul, um hier mitzumachen. Wir haben einfach nur nichts davon mitbekommen. So, ich habe jetzt Bock, ein paar Prepper-Verstecke zu machen, weil wir sind kurz vor Ende bei Jacob. Wir brauchen noch 200 Punkte. Ich weiß auch nicht, wie viele Punkte Prepper-Verstecke bringen. Deswegen würde ich jetzt erstmal in eine andere Region gehen, damit wir ein bisschen gerüstet sind. Nicht nur für Jacob, sondern vor allem auch dann für den Endkampf gegen Joseph, der ja dann anscheinend auch bald folgen wird. Da muss man natürlich schon sehr gut vorbereitet sein. Und es wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt sage, oder wenn ich jetzt einfach, zu wenige Fähigkeiten oder so habe. Vielleicht gibt es da ja noch was, was ein bisschen hilfreich ist. Und damit könnte man ja durchaus sich das Leben nochmal erleichtern. Ja, und außerdem können wir auch mal in einer Region wieder unterwegs sein, wo wir nicht so viele Gegner haben, wo auch mal ein bisschen Ruhe auf den Straßen herrscht, ja. Auch wenn ich mit dem Heli fliege, so oder so. Gut, das erste Hilfeset. Das eine, was uns fehlt, das kaufe ich mal nicht nach. Ah ja, stimmt. Für den Heli sind wir hergekommen. Ja, ich weiß nicht, ob die Controllersteuerung am PC quasi so ist. Also ich habe auch da keine großartigen Hilfen oder so eingestellt. Oder ob es allgemein die Fahrzeugsteuerung mit dem Controller ist. Also wie gesagt, ob das ein PC-exklusives Problem ist oder ob das allgemein ein Controller-Problem ist. Aber irgendwie tue ich mich ein bisschen schwer. Die sind da sehr, sehr feinfühlig. Sobald ich da mit dem Controller irgendwas mache. Vor allem Helis sind eigentlich so eine Sache, die fliege ich ganz klassisch mit dem Controller. Dot ist nirgendwo zu finden. Ich bin mir sicher, es stört ihn nicht, wenn wir ein bisschen Kram im Hinterzimmer einlagern. Der Strom ist aktuell nicht richtig angeschlossen, also pass auf, wenn du ihn anschaltest. Jawohl, hat sich gelohnt, das erste Hilfeset nicht zu kaufen, denn jetzt haben wir noch eins. Wäre cool, wenn man das erste Hilfeset auch verkaufen könnte. Kann man vielleicht. Gelang ins Innere des Gebäudes. Also ich sag mal, es ist jetzt nicht vom Spiel, glaube ich, so geplant, aber... Aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Strom benötigt. Okay, anscheinend ist es nicht die große Herausforderung, ins Gebäude zu gelangen, sondern den Strom einzuschalten. Was sieht denn hier so klassisch nach Stromleitung aus? Ah, die sind alle friedlich. Okay, gut. Ich dachte schon, das ist irgend... Also von der Ferne hätte es auch sein können, dass einer quasi bei zwei Sektenmitgliedern ist. Okay, ich weiß, was sie meinen. Buba, du Trottel! Was machst du denn? Warum? Warum ist er erstmal drin? Wie konnte er hier reinkommen?
Wow, okay, wie komme ich hier raus? Cheeseburger? Geh bitte weg. Jawohl, Boomer. Gut gemacht, Kleiner. Räumt neue Wege frei. Ja, Moment, hier kann ich normal landen, oder was? Nein, kann ich nicht. Oh Gott. Ja, warum gibt's denn hier keine Blitzeffekte denn? Ach, da hinten muss ich weiter. Alter. Okay, gut, erstmal hier hoch. Nein! Nein, 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 nein! Ah, ans Leben klammern. Vielleicht kann Cheeseburger uns noch retten. Ja, wobei, man braucht sicher einen menschlichen Begleiter. Egal. Ja, gut, ein, zwei Mal leicht gefailt. Passiert! Ja, wir sind, glaube ich, schon seit 5, 6 Folgen oder so nicht gestorben. Das musste mal wieder sein. So konnte es ja nicht weitergehen. Na, jetzt komplett ohne Heli, oder wie? Oh nein, jetzt muss ich ja wirklich gucken, wie ich hier reinkomme. Okay, gut, so. Oh. Nein. Oh mein Gott. Also ich muss schon sagen, wie viele Missionen, Rätsel und so weiter und so fort dadurch kaputt gemacht werden, dass die Rücksetzpunkte so lächerlich sind. Ich bin inzwischen auf Kuba. Weniger Bürokratiewahnsinn und keine verfluchte Seed-Familie. Ich baue meine Mülldeponie da auf, wo die Menschen sie zu schätzen wissen. Nehmt, was ihr wollt. Ich habe das Geld von der Versicherung bereits. Scheiß auf dieses Land. Ja, okay, cool. Ja, aber weißt du, ich habe halt jetzt direkt die Lösung vor die Nase gesetzt bekommen. Oder eine alternative Lösung. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, Leute, checkt eure Checkpoints. Es hat jetzt einfach ein Rätsel komplett geskippt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe halt nicht, warum das so... Schnellreise nicht verfügbar? Warum das denn? Okay, jetzt geht's. Ha. Weißt du, das ist so eine Sache, wo ich mir halt denke, ja, Leute, checkt doch die Checkpoints. Schaut doch einfach mal, was mit den Checkpoints los ist. Ich kann hier trotzdem nicht schnell hinreisen. Komisch. Na gut, dann gehen wir dahin. Ja, ich glaube, ihr versteht, wenn ich mich so ein bisschen jetzt ärgere, weil... Was soll das? Ich meine jetzt mal im Ernst, das ist halt... ein Prepper-Versteck gewesen, wo ich... teilweise mit alternativen Lösungsmöglichkeiten, aber auch teilweise... ja, mit eigenem Hirnschmalz, da wo es gefordert war, durchkommen wollte. Und das Spiel nimmt mir einfach diese Möglichkeit zu sagen, hey, du hast das geschafft so. Du bist erfolgreich durchgekommen. Wo haben wir denn hier nochmal eine Story-Quest? Zip Kupka. Auf geht's. Schnell zum Prepper-Versteck. Ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen blöd. Hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber was willst du machen? Was ich jetzt machen will, ist eines. Angeln. Was gibt's hier für Fische? Weiß man nicht. Trotzdem mit vollem Adrenalin angeln. Und Cheeseburger ist auch dabei. Moin, Cheesy. Ah, komm schon, jetzt haben wir ihn. Eine Regenbogenforelle. Hey, schön.
Ja, sehr gut. Boah, der war komplett geduckt und trotzdem Headshot hat er. Trotzdem hat er einen Headshot gekriegt. An jeden, der da draußen gegen die Sekte kämpft. Die Peggys haben mir alles genommen. Meine Farm, meine Frau. Okay, das ist alles. Alles, was ich noch habe, ist hier versteckt. Es gibt einen geheimen... Also haben sie dir doch nicht alles genommen. Es gibt einen geheimen Eingang zum Bunker und zur Werkstatt. Benutzt das, was ihr drinnen findet, um diese, hahaha, ordentlich büßen zu lassen. Big Mike. Betritt die Werkstatt. Okay, mir fällt jetzt eine Sache auf. We will. Oder auch nicht. Ja, Moment, also ganz im Ernst. Sitze tauschen oder willst du fahren, Cheeseburger? Okay, wow. Das hat wunderbar gut funktioniert. Die Autos sind richtig stabil hier. Das hat funktioniert. Bremse lösen. Ah, jetzt können wir es schieben. Alles klar. Ich verstehe nicht, warum ihr so lange braucht, um eure Spende aus Obst und Gemüse beim Projekt abzuliefern. Ihr habt noch einen funktionierenden Anhänger, der neben der Werkstatt steht. Häng ihn an den Truck und komm in die Gänge. Johns Geduld hat ihre Grenzen, Mike. Du willst nicht, dass er wütend wird. Ja, das war jetzt auch mein nächster Gedanke gewesen, dass wir jetzt einfach mit dem Teil rückwärts fahren müssen. Da war die Intuition mit dem Truck gar nicht mal so falsch. Ich finde es interessant, wie man mittlerweile Videospiele hier und da sehr gut sogar lesen kann. Wenn man ein bisschen gezockt hat. Also in mancher Hinsicht vielleicht nicht, aber in mancher Hinsicht schon. Boah, was haben wir hier denn bitte? Geil! Geile Karre. Oder geile Lackierung, eher gesagt. Kimberlite TCZ. Ich werde dieses Auto ehren. Den hätte ich nach Kuba mitgenommen. Ich weiß nicht, wie die Situation aussieht, ob du quasi nach Kuba deine Sachen mitnehmen kannst, aber... Also sowas wie ein Auto, aber... Weil die sind ja... Nicht so richtig. Die sind ja alle nicht so recht. Ja, ich sag mal. Sich einig. Die USA und Kuba. So, Prepper-Verstecke. Sieht man, wie viele wir haben? Nein, die Prepper-Verstecke sind gar nicht vermerkt. Oder gelten die als Auftrag? So, hier haben wir ein Prepper-Versteck. Da fahren wir mal hin. Und da haben wir auch unser neu gewonnenes Fahrzeug. Was wir direkt mal testen können. Let's go! Ja, Mann! Moin, moin! Ach ja, apropos Hupen. Was ich halt sehr, sehr gerne mache, ist zu Fuß zu, ja, ich sag mal, allem zu laufen, was so in der Stadt liegt, wo ich wohne. Und das funktioniert halt auch sehr, sehr gut, ja. Ich sag mal, Busse brauchst du halt nicht immer. Du bist sehr unabhängig von Bussen, das heißt, du bist auch nicht darauf angewiesen, falls mal der Verkehr ein bisschen blöd liegt, dass du dann auch 5 Minuten länger warten musst oder so, und die fahren ja auch meistens eh nicht die direkte Route. Da kannst du zu Fuß halt schon ein bisschen direkter laufen. Und da bekommst du halt viel, viel mehr vom Verkehr mit. Meine Güte, ey.
ich meine, Hupen sind ja was Gutes grundsätzlich, ja? Also, in Autos. Also du kannst ja sowas machen wie Warnung signalisieren, dass gerade eine gefährliche Situation da ist. Du kannst aber auch beweisen, dass du blöd bist mit einer Hupe. Und dass du die Warnung, dass du die Gefahr bist, vor der du warnen willst. Aber es gibt so viele Leute. Ey, ich bin nach rechts ausgewichen. Warum weicht der auch nach rechts aus? Es gibt so viele Leute, die einfach in der Stadt so sinnlos hupen, was mir so auf die Eier gegangen ist. Boah. Ey, ohne Mist, das nervt einfach nur des Todes. Und ich dachte mir einfach jedes Mal so, oh Leute, ey, ihr seid so unfassbar nervig. Unfassbar nervig. So. O'Hara's Notiz. Ich habe mir das Spektakel gern angesehen, wie sich das ganze County selbst in Stücke gerissen hat. Oben in der Scheune habe ich ein paar Leckerli für jeden gelassen, der tapfer genug ist, mein Geisterhaus zu durchqueren. Pickle Rings. Oh, ein Schloss. Moment, ich höre hier irgendwas. Ah, im oberen Stockwerk. Gab es hier eine Treppe? Nicht so wirklich, ne? Wie komme ich denn da hoch? Ich muss da ja irgendwie so hoch, dass ich... Ich habe nichts gedrückt, um die Seilrutsche zu verwenden. Wollte ich gerade mal gesagt haben. Weißt du was? Deine Schrottkiste nutze ich jetzt dafür. Na, ah, doch nicht als Seilrutsche wieder nutzen. Weg mit der Schrottkiste. Ich wusste doch, dass der Truck uns helfen wird, der Pickup-Truck. Cheeseburger. Fühlt sich pudelwohl. Läuft. Hin und her. Ach ja, wunderschön. Leute, ich will nicht die Seilrutsche verwenden. Ich versteh's nicht. In dieser schönen Idylle einfach mal das gesamte Haus einreißen. Da ist auch ein Typ, der sich jetzt wahrscheinlich denkt, was zur Hölle ist mit dem falsch. Ja, warum kann sich der Charakter nicht festhalten? Das verstehe ich nicht. Also es ist doch nicht so schwer, sich da oben festzuhalten. Ich glaube, ich weiß, wie ich da reinkomme. Oh Gott, es ist so viel leichter. Es ist so viel leichter als gedacht. Okay, da schien es noch einen kleinen Geheimgang zu geben. Ich möchte mal ganz kurz schauen, was
diese ganzen Fundstücke machen. Ah, George Sammlung. Okay, man kann überall irgendwas abgeben wahrscheinlich. Okay. Gut, Leute. Auf geht's. Also die sehen schon echt aus wie die Ingame-Leute. Wow. Okay, da hatte er mich kurz. Die sehen aber schon alle aus wie die Ingame-Leute, ne? Also gar nicht so schlecht. Wer die wird jetzt... Alter, wie viel Testosteron hat die denn bitte geschluckt? Kann man hier verletzt werden? Auch geil, dass er keine Taschenlampe anmacht. Soll das so? Hallo? Okay. Ja, also ein, zwei gute Momente waren da schon dabei. Kann man nicht sagen. War schon ganz gut. Ach ja, das wäre ein richtig guter Job. Geisterbahntester und am Ende so viel Kohle bekommen. Clownsgedanken. Wenn man Gott fürchtet, muss man auch den Teufel fürchten. Man muss ihn fürchten. Man nimmt einen jungen Menschen und nimmt seinen Körper und seine Seele. Was? Seinen leeren Körper nimmt man, um mehr junge Menschen zu holen und deren Körper man... Was? Und deren Körper... Moment. Seinen leeren Körper nimmt man nur... Nimmt man, um mehr junge Menschen zu holen, deren Körper man stehlen kann? Nein, 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 nein. Du wirst dir noch wünschen, dass man dir den Verstand aus dem Körper kratzt. Auch wenn es mit deinem Körper fertig ist, wirst du ihn nicht mehr wollen. Was? Denken Clowns so? Wirklich? Ha! Und hier ganz süß die Turnschuhe hingehängt. Alter, das ist aber auch so ein Typ. Das ist ein richtig stranger Kerl. Oh mein Gott, ey, der hat ja auch noch überall Kameras platziert. Uah. Ja, cooler Typ. Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gesagt, dass er perfekt zu Jacob passen würde. Also, theoretisch kann man doch echt irgendwie versuchen... Das muss ich jetzt mal austesten. Theoretisch musst du doch gar nicht durch die Geistersache und so durch. Theoretisch kannst du doch auch einfach sagen, ey, ich parke jetzt mein Fahrzeug ganz langweilig hier. Ich möchte mich nicht beschweren, das war eine coole Sache. Cheeseburger, weg hier. Das war auf jeden Fall cool, das hat Spaß gemacht, aber ich sag mal so, theoretisch könntest du das doch so lösen, oder? Okay, Moment, die Tür ist verschlossen, ich bin zu weit vorn. Ja, also theoretisch ging es so. Ha, krass. Ja, Leute, gut, dann würde ich sagen, wir haben einige Vorteilspunkte, die... Okay, kann ich doch nicht mehr investieren. Schade. Noch 3 Punkte. Und wir sind tatsächlich in Johns Region gewesen. Gilt das denn jetzt als Auftrag? Ja, das gilt als Auftrag. Cool. Ja, in Faiths Region haben wir auch noch 19 Aufträge, 10 Eigentümer der Sekte...
und eigentlich noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich habe es ja schon mal angesprochen, ich werde wahrscheinlich nicht alles irgendwie haarklein durchmachen, sondern ich werde da auch ein bisschen schauen, dass wir ja zeitnah dann zum Story-Finale auch mit dem Spiel hier diese Let's Play-Reihe quasi beenden werden. Ich danke schon mal bei dieser Folge fürs Einschalten. Das ist noch nicht die letzte Folge gewesen. Keine Sorge. Hoffe, es hat euch viel, viel Spaß gemacht. Lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann wieder bei Far Cry 5. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.